Funktionieren die Systeme des Körpers? Wird die Natur ihren Weg gehen und wird sich im Menschen ausdrücken? Die Natur, das Leben tendiert immer Richtung Gesundheit, Richtung Normalität. Das Nervensystem, besonders das parasympathische Nervensystem, der Nervus vagus, wie er sehr häufig mittlerweile beschrieben wird, ist ein sehr wichtiger Baustein, wenn es um Krankheit oder Gesundheit geht. Grüß Gott, mein Name ist Daniel Balazos, ich bin Osteopath, Heilpraktiker und Seminarleiter. Das heutige Thema, der Nervus vagus. Der Parasympathikus, die eine Hälfte unseres autonomen Nervensystems, unser Entspannungs- und Heilnervensystem, wird hauptsächlich vom sagenumwobenen Nervus vagus repräsentiert. Der Nervus vagus, den Verlauf werden wir gleich sehen, bildet nahezu den gesamten Anteil davon und steuert nahezu alle Organe und nahezu alle Körperfunktionen auf parasympathischem Niveau. Gibt es Störungen des Nervus vagus oder des parasympathischen Nervensystems, können damit nahezu alle Erkrankungen und Symptome, die man sich vorstellen kann, assoziiert sein. Sie können allein durch Störungen des vagalen Systems ausgelöst werden oder mit unterstützt werden. Hier sehen Sie eine Auflistung. Es ist nur ein sehr kleiner Teil. Es gibt alle Symptome und Erkrankungen, die man sich nur vorstellen kann, können damit im Zusammenhang stehen. Denn das Nervensystem ist, wie Sie aus anderen Videos von mir kennen, mit die wichtigste steuernde Komponente des Körpers, auch unserer Psyche, unserer Seele, und stellt auch eine Verbindung dar, besonders das parasympathische Nervensystem, zwischen unserem Seelenleben und unserem Körperleben. Die psychosomatische Medizin, welche immer mehr an Erkenntnissen gewinnt, kommt immer wieder zu dem Schluss, dass das Nervensystem die Hauptkomponente ist. Selbst bei hormonell bedingten psychischen Störungen steht am Anfang sehr häufig das Thema der Läsion im Nervensystem. Ein interessantes Thema sind beispielsweise auch Schluckstörungen, häufiges Verschlucken. Dieses Thema ist sehr häufig zu finden bei Kleinkindern und Babys. Bei Kleinkindern und Babys ist eine osteopathische Behandlung sehr häufig sehr sinnvoll. In einigen Ländern wird dies schon direkt in den Geburtskliniken oder Geburtsstationen mit angeboten. Dort ist dies bereits ganz normal, denn während der Geburt, auch bei einer ganz normalen Geburt ohne Komplikationen, können Themen entstehen an den Schädelknochen, können Verfestigungen dort entstehen, können Verschiebungen am Atlas-Axis-Gelenk, der oberen Halswirbelsäule entstehen beispielsweise, was sich sehr direkt auf die Vagusnerven, auf den Nervus glossopharyngeus auswirkt. Und diese Nerven sind eben zuständig für die Steuerung des Schluckvorgangs, für eben auch das Saugen bei Säuglingen. Und sehr häufig finden wir dort Läsionen, auch bei den sogenannten Schreikindern, ist die Ursache sehr häufig hier zu finden. Herzrhythmusstörungen, Reizhusten, Asthma, Schlafstörungen und, wie ich in einem anderen Vortrag, vierteiligen Vortrag, sehr ausführlich dargelegt habe, alle Darmprobleme, Verdauungsstörungen, Magen-Darm-Probleme, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, welche immer mehr zunehmen. Dort gibt es eben sehr viele andere Einflussfaktoren, welche sich aber sehr stark auf das Nervensystem auswirken. Zahlreiche körperliche Läsionen auch am Muskel-Skelett-System, am Atlas, an den Schädelknochen wirken sich eben auf die Vagusnerven aus. Wir werden dies alles noch sehen. Aber auch zahlreiche andere Einflüsse, Umwelteinflüsse wirken sich auch auf das Nervensystem aus. Und eben die ganzen Wechselzusammenhänge, Wechselkreisläufe des Körpers, wo immer ein Thema ein anderes mit beeinflusst. So sehen wir eben auch Läsionsketten, Läsionszusammenhänge, die man immer mit betrachten sollte, in Erwägung ziehen sollte, was wir in der wirklichen Osteopathie versuchen und so gut es eben geht, verwirklichen. Auch diese Tinnitus-Thematiken, Depressionen, alle psychischen Störungen sind sehr häufig mit dem vagalen System assoziiert, stehen damit in Zusammenhang. Störungen, die sich dort schon länger aufgebaut haben oder Läsionen, die sich schon geraume Zeit auf das Nervensystem auswirkten, verursacht eine Abwärtsspirale körperlicher und psychischer Natur, wo wir uns alle möglichen Symptome und Erkrankungen dann vorstellen können. Das Immunsystem ist ein sehr wichtiger Baustein, welches auch hauptsächlich vom Nervensystem gesteuert wird, wie eben alles.
Für das Immunsystem ist es unerlässlich, erstmal, dass das vagale parasympathische System gut arbeitet, nirgends blockiert ist. Aber auch das Zusammenspiel mit dem sympathischen autonomen Nervensystem ist sehr wichtig. Dort habe ich schon ein Video gemacht über das sympathische Nervensystem der oberen Brustwirbelsäule, der Spinalganglien, der sympathischen, die dort austreten. Und auch in anderen Videos, auch über die Verdauungsstörungen kommt dies mit vor. Dieses Zusammenspiel ist essentiell wichtig und kann durch verschiedenste Läsionen, auf der Wirbelsäule beispielsweise, aus dem Gleichgewicht geraten. Durch Läsionen des zentralen Nervensystems am Kopf, durch Blockaden an den Schädelknochen. Und diese Blockaden und Verschiebungen auch an der Wirbelsäule können wiederum, wie Sie aus meinen Videos bereits kennen, sehr zahlreiche Ursachen haben. Beispielsweise das Sprunggelenk, das durch ein Umknicken oder einen Beinbruch etwas verschoben ist, wird sich auf die gesamte Wirbelsäule auswirken, auf das Becken, auf den Atlas und wird somit dann eine Negativspirale des Nervensystems in Gang setzen. Und üblicherweise wird dies leider, obwohl diese Dinge ja sehr bekannt sind und sehr gut erforscht sind und nachvollziehbar, anatomisch nachvollziehbar sind, nur selten beachtet in der Medizin, auch in der Alternativmedizin. Wie ich in dem Video über die Verdauungsstörung und Nahrungsmittelunverträglichkeiten sehr ausführlich dargelegt habe, wird auch in der Alternativmedizin sehr viel mit plakativen Wunderversprechen gearbeitet und die vielfältigen Zusammenhänge werden nicht betrachtet, mangels Wissen oder mangels Interesse. Es ist eben auch sehr viel Arbeit, sich dieses Wissen anzueignen und auch während einer Behandlung dies zu untersuchen und dies zu behandeln. Natürlich, es gibt nie ein Heilversprechen, aber sehr häufig kann man sehr große Erfolge erzielen, wenn man eben wirklich ganzheitlich arbeitet. Auch der Begriff ganzheitlich ist mittlerweile fast schon zu einem Schimpfwort geworden, was heute alles als ganzheitliche Medizin oder ganzheitliche Behandlung bezeichnet wird. Wie in vielen Bereichen ist eben diese sehr starke Vereinfachung und auch Verdrehung der Dinge, das Verbreiten von Halbwahrheiten, das Verbreiten von gezieltem Unwissen sehr verbreitet. Migräne, dort habe ich auch ein ausführliches Video dazu gemacht, kürzlich, über die Migräne von Arnold. Schauen Sie sich dieses an, wie die Migräne eben durch Läsionen, Blockaden an der oberen Halswirbelsäule, am Atlas, Atlas-Axis-Gelenk verursacht werden kann und sehr häufig verursacht wird. Leaky Gut-Syndrom ist nahezu immer oder sehr häufig bedingt durch das Nervensystem, durch Nervus Vagus-Störungen, Blockaden an der Halswirbelsäule, Störungen eben im Verlauf des Nervus Vagus, wie wir sehen werden, Sodbrennen, Fibromyalgie, auch so eine Modediagnose der Schulmedizin. Das soll kein Bashing der Schulmedizin sein, allerdings ja, ist dies kein Schicksalsschlag, wenn man die Diagnose hat. Herzrhythmusstörungen, alle möglichen Allergien, Heiserkeit, Stimmschwierigkeiten werden sehr häufig durch einen Ast des Nervus Vagus verursacht, wie wir später sehen werden und so weiter. Sehen wir uns zunächst einmal den Verlauf des Nervus Vagus an und das Verhältnis der beiden autonomen Nervensysteme. Diese Darstellung sehen Sie auch ausführlich in dem Film über die Nahrungsmittelunverträglichkeiten und in der Darstellung der oberen Brustwirbelsäule, welche Auswirkungen Störungen dort auf das sympathische Nervensystem haben wird. Und das Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus wird eben durch Wirbelläsionen sehr aus dem Gleichgewicht gebracht, wie Sie auch dort sehen werden. Der Nervus Vagus oder das parasympathische Nervensystem, hier in blau dargestellt, entspringt dem Hirnstamm, der Medulla oblongata. Dort gibt es mehrere Kernbereiche dieses Nervs oder dieser Nerven. Man kann in der Osteopathie tatsächlich auch an Gehirnbereichen arbeiten und findet auch durch beispielsweise Unfälle, durch Schleudertraumen eben im Hirnstamm der Medulla oblongata häufig traumatische Krafteinflüsse, wie man dies dort auch nennt, welche mit im Laufe der Zeit die Hirnnervenkerne, alle Hirnnervenkerne eben in den betroffenen Gebieten, in den ledierten Gebieten negativ beeinflusst und die Regionen, an welchen eben die Nervus Vagus-Kerne liegen, sind sehr häufig betroffen. Auch bei der Läsion des sogenannten Chiaris
sehen wir dies sehr häufig. Denn die Durchschnittsstelle des Rückenmarks oder des Kleinhirns durch das Foramen Magnum ist eben sehr nahe an diesen Kerngebieten der Vagusnerven. Das Chiari bedeutet, dass das Gehirn oder der Hirnstamm etwas in das Foramen Magnum hineingedrückt wird. Es kann durch Unfälle oder durch verschiedenste Ursachen, auch besonders durch Beckenläsionen, denn das Kreuzbein ist eben über die Hirnhaut und über das Rückenmark eben direkt mit dem Gehirn, mit dem Hirnstamm verbunden. Und bei größeren Beckenläsionen, die es durch Unfälle geben kann oder durch Operationen beispielsweise, kann es einen sehr starken Zug an der Hirnhaut und am Rückenmark geben, wodurch dass der Hirnstamm, das Gehirn, nach unten gezogen wird und eben der Hirnstamm, das Kleinhirn, wo das Kleinhirn dann oben anschließt, direkt in das Foramen Magnum hineingezogen wird. Und was eben dann sehr störend auf diese Hirnnervenkerne sich auswirken kann und auch auf die Kernfunktionen des Hirnstamms, des Kleinhirns, das Atmen, die Temperaturregulation des Körpers, alle Dinge des Herzrhythmuses, der Reflexe, nur um das kurz anzusprechen. Natürlich ist auch dann Atlas Axis, die Atlaslogie, die Atlastherapie ist ja momentan sehr beliebt und sehr modern. Allerdings wird dort auch sehr viel Halbwissen erzählt und auch diese Behandlungen, die dort oft gemacht werden, sind oft nicht sehr zielführend. Häufig wird der Atlas mit Rohrgewalt eingerenkt oder mit irgendwelchen Rüttelgeräten, was eben dieses Nervensystem und die Vagusnerven, die direkt vor und über dem Atlas austreten, auch ein sogenanntes Ganglion, ein Umschaltzentrum, liegt direkt am Atlas des Nervus Vagus. Durch brachiale Gewalt kann man dort sehr große Schäden anrichten und wird eben auch die sympathischen Ganglien, also ein oberes sympathische Grenzstrangganglion des sympathischen Nervensystems, welches auch in dieser Region liegt, wird sehr gestört, sodass dann dieses Aktivitäts- und Stressnervensystem dauerhaft überreizt werden kann. Aber auch der Nervus vagus wird gereizt und wird gestört dadurch, oft auch dauerhaft. Und das Gleichgewicht zwischen diesen autonomen Nervensystemen kann dort dann eben aus dem Gleichgewicht kommen. Deswegen, man sollte in diesem Bereich nur mit sehr wenig Kraft arbeiten. In der echten Osteopathie verschieben wir auch keine Knochen, wir arbeiten nicht mit roher Gewalt. Manchmal gibt es Knacktechniken, eine sogenannte Einrenktechnik, wenn eine sehr große Läsion vorliegt. Allerdings arbeiten wir in der echten Osteopathie auch dort nicht mit Kraft. Wir arbeiten mit dem Körper zusammen und bereiten das Gewebe vor, bereiten das Nervensystem vor und müssen auch und werden auch dann sehr ausgefeilte Integrationstechniken anwenden, damit eben der Körper, die Lebenskraft, die biodynamische Lebenskraft und das Nervensystem, die Muskulatur, die Korrektur auch annehmen kann. Denn sonst wird die Läsion immer wieder zurückkehren und wird keinen dauerhaften Erfolg bringen. Ich sehe in meiner Praxis sehr viele kaputt therapierte Menschen, welche zigmal, dutzende Male oder noch öfters zum Atlas einrenken gehen, zum Atlas durchrütteln gehen. Und deren Zustand verschlechtert sich sehr häufig, immer mehr. Man kann dies auch erklären. Das ist kein Schlechtmachen von anderen Therapien, kein Höherstellen von mir oder von Leuten, die eine gewisse Ausbildung haben. Aber man sieht dies in der Praxis und man kann dies auch erklären. Man kann immer nie, also auch der Atlas und der Nervus Vagus wird eben als, oder die Therapien, die man dort macht, werden immer als Wundertherapien momentan angepriesen. Natürlich, man kann nie ein Heilversprechen geben, aber auch dort gehört sehr viel mehr dazu, als nur am Atlas zu arbeiten oder nur gewisse Vagusentspannungen durchzuführen. Es gibt eben die gesamten Wechseleinflüsse im Körper oder auch zwischen Psyche und Körper und andersrum. Man muss immer alles betrachten, den gesamten Körper und den gesamten Menschen, auch in seiner psychischen und generellen Situation, in seiner Persönlichkeitsentwicklung betrachten und auch noch in feineren Ebenen Untersuchungen anstellen und dort arbeiten, wie wir später noch sehen werden und wie Sie auch aus anderen Videos kennen. Es gibt nicht den einen Handgriff, der alle Probleme löst und der alles heilt. Nachdem die Vagusnerven auf beiden Seiten durch das Foramen jugulare austreten, verlaufen sie eben nach unten entlang
der Speiseröhre. Es ist so, dass Läsionen der Speiseröhre oder eben eine Adhäsion zwischen Speiseröhre und Luftröhre sehr häufig sind durch Bronchitis-Thematiken beispielsweise, durch Unfälle, durch Schleudertraumen. Die Speiseröhre und die Luftröhre sind zueinander immer verklebt. Sie haben eine Anheftung. Allerdings muss eine gewisse Beweglichkeit schon noch gewährleistet sein. Und diese sogenannten Adhäsionen, wie wir diese in der Osteopathie nennen, können sich auch verstärken, wodurch dann die Beweglichkeit beider Strukturen sehr eingeschränkt ist, was natürlich dann die Bronchien und das Nervensystem in den Bronchien, das Nervensystem, das Sympathische und Parasympathische in der Speiseröhre mit der Zeit reizt. Denn auch diese Beweglichkeit wirkt sich ausgleichend auf die Nerven in den Strukturen aus. Und da die Vagusnerven auf beiden Seiten der Speiseröhre nach unten verlaufen, wird auch jede Bewegungseinschränkung oder jede Läsion, was die Speiseröhre betrifft oder sich auf die Speiseröhre auswirkt. Das können auch wieder viele Dinge sein, wie wir noch sehen werden oder wie Sie auch in dem Film über die Nahrungsmittelunverträglichkeiten gesehen haben, wirkt sich störend mit der Zeit auf die Vagusnerven aus und kann schon von dort alle Strukturen, alle Organe, die darunterliegend von den Vagusnerven versorgt werden, mit der Zeit stören. Dies äußert sich selten in einem plötzlichen Chaos, sondern es ist meistens so, dass immer erst ein Unwohlsein entsteht, psychischer Natur, auch körperlicher Natur. Man hat immer weniger Energie, weniger Auftrieb, man bekommt Magen-Darm-Störungen, man bekommt Kopfschmerzsymptome, kann dann dies bekommen. Und so entsteht eine Abwärtsspirale, wo immer ein neues Symptom mit der Zeit zum anderen kommt und man weiß gar nicht, was eigentlich so richtig los ist. Und dann wird ein Symptom nach dem anderen behandelt durch irgendwelche Dinge, entweder schulmedizinisch oder alternativmedizinisch. Aber so richtig hilft dann nichts, wenn eben eine Störung der Vagusnerven auf diesem Niveau an der Halswirbelsäule, von den Schädelknochen her, am Hirnstamm, an der Speiseröhre eben vorliegt. Ziehen dann entlang der Speiseröhre durch das Zwerchfell den Magen entlang nach unten. Und auch Zwerchfell-Läsionen sind eben sehr häufig. Das Zwerchfell ist ein Aufnahmepunkt von sehr vielen Strukturen. Dort werde ich ein extra Video noch machen. Das ist ein sehr ausführliches Thema, was sich alles auf das Zwerchfell auswirken kann. Der Beckenboden, das Tentorium Cerebelli, eine Art Diaphragma im Gehirn, das das Kleinhirn vom Großhirn trennt. Diese Hauptdiaphragmen, wie man sagt, stehen in enger Beziehung, sorgen auch für die Druckverhältnisse im Kranium, im Kopf, im Brustkorbbereich, im Bauchbereich. Auch ein sehr wichtiges Thema für den Magen, für den Darm, für alle Verdauungsprozesse, für die Beckenorgane, für die Geschlechtsorgane. Ein sehr wichtiges Thema, aber das ist ein extra Thema. Das Zwerchfell wird auch sehr beeinflusst vom zweiten bis fünften Halswirbel, denn dort entspringt der Nervus phrenicus, welcher unser Hauptatemnerv ist, welcher hauptsächlich oder ausschließlich das Zwerchfell versorgt. Und auch eben Halswirbelsäulenläsionen dort wirken sich immer sehr reizend auf das Zwerchfell aus, auf Dauer, wo eine sehr große Anspannung des Zwerchfells entsteht, was sich dann sehr negativ eben auf alle Strukturen im Brustkorb, auf das im Kranium, im Kopf auswirkt, im Becken, auf die Verdauungsorgane sich auswirkt, aber eben auch direkt auf die Vagusnerven, denn diese Durchtrittsstelle im Zwerchfell, wo eben dann die Speiseröhre nach unten tritt, ist eben dann auch sehr anfällig für eine Überspannung. Die Speiseröhre kann sehr gereizt werden, kann sogar etwas zusammengedrückt werden. Auch dadurch entstehen häufig diese Refluxstörungen, denn direkt unter dieser Durchtrittsstelle finden wir eben die sogenannte Cardia, der Mageneingang, der Schließmuskel des Mageneingangs. Und auch dieser Bereich ist eben dann sehr anfällig für eine Überreizung, für eine Überspannung. Und die Spannung sollte in dieser Cardia immer ausgeglichen sein, damit sie eben auch gewährleisten kann, dass eben der Mageninhalt, die Magensäure nicht wieder nach oben austreten kann, auch im Liegen beispielsweise. Während der embryonalen Entwicklung begeht das Magen-Darm-System oder vollzieht das Magen-Darm-System mehrere Drehungen. Es gibt in der embryonalen Entwicklung eine sogenannte Magendrehung, sodass die Vagusnerven
zunächst seitlich der Speiseröhre nach unten laufen und durch diese Magendrehung wird verursacht, dass dann die Vagusnerven hinten und vorne des Magens weiter nach unten verlaufen und sich dort aufzweigen, natürlich in den Magen verlaufen, sich im Magen aufzweigt. Das Nervensystem, das sympathische sowie das parasympathische, verzweigt sich in allen Organen und geht sogar bis hin zu jeder Zelle, was neueste Forschungen zeigen. Das Nervensystem ist sozusagen wirklich omnipräsent und die wichtigste Steuerinstanz aller Funktionen, aller Körpersysteme. Deswegen ist eben die Untersuchung und die Arbeit am Nervensystem in der Osteopathie die wichtigste oder eine der wichtigsten Komponenten neben anderen. Und wir suchen eben immer die Läsionen, die eben das Nervensystem beeinträchtigen oder negativ beeinflussen können und versuchen diese zu behandeln, können diese auch sehr häufig behandeln, nicht immer natürlich. Im Abdomen, im Bauchbereich, aber auch schon im Brustkorbbereich verzweigt sich natürlich der Nervus vagus und versorgt die Organe, die Bronchien, die Lungen, das Herz. Es gibt im Brustkorbbereich auch verschiedene Nervenumschaltzentren, sogenannte Ganglien. Dieses Thema habe ich auch in anderen Videos schon sehr häufig ausführlicher besprochen. Auch das Ganglion im Aortenbogen, welches auch sympathische Fasern des sympathischen Grenzstrangs mit aufnimmt. Diese Fasern sorgen eben dann für die sogenannte Vasomotion und es gibt dort im sympathischen System in den Arterien, in den Gefäßen, sogenannte Baro- und Chemorezeptoren. Dies bedeutet, diese Rezeptoren messen eben den Blutdruck und auch die Blutdurchflussmenge, kann man so sagen, oder wie schnell eben das Blut dort fließt. Gleichzeitig aber auch, wie viel Sauerstoff im Blut vorhanden ist, den Säuregehalt, den CO2-Gehalt. Und somit wird auch in diesen Ganglien schon eine Messung vorgenommen und eine Steuerung, also eine Eng- oder Weitstellung der großen Gefäße, der Arterien. Diese Signale gehen dann besonders auch dann über die Vagusnerven dann zum Gehirn, denn das parasympathische vagale System ist auch ein Messsystem, welches eben dem Gehirn, also den Zustand des Körpers mitteilt, alle Zustände des Körpers mitteilt. Dieses Messsystem funktioniert auch nur wirklich richtig, also es kommen nur richtige Messdaten an diesen Ganglien an und am Gehirn an, sodass dann adäquat reagiert werden kann, wenn natürlich keine Reizungen oder Läsionen der autonomen Nervensysteme vorliegt. Und wenn die autonomen Nervensysteme, Sympathikus oder Parasympathikus, durch irgendetwas gereizt oder gestört werden, kommen eben falsche Messdaten an den Ganglien an, am Gehirn an. Oder es können sogar dauernde Reizdaten, also Reizungen weitergegeben werden, sodass dann eine Überreizung, eine dauerhafte Überreizung der Nervensysteme entsteht. Und es können sogar im Laufe der Zeit Entgleisungen dort entstehen mit sehr weitreichenden Fehlsteuerungen. Fehlsteuerungen des Immunsystems, Fehlsteuerungen des Hormonsystems, Fehlsteuerungen des Herz-Kreislauf-Systems. Es können Herzrhythmusstörungen entstehen, Bluthochdruck oder zu niedriger Blutdruck. Es können also die Magen-Darm-Schleimhäute werden kaum noch, also werden zu wenig produziert. Die Magen-Darm-Schleimhäute können durchlässig werden, was dann zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten führt, wie wir gesehen haben in anderen Videos. Es können die ganzen bekannten HNO-Probleme entstehen durch ein Ungleichgewicht in diesen Nervensystemen, Tinnitus, Asthma, alles kann durch derlei Dinge mitverursacht oder sogar komplett ausgelöst werden. Nahezu alle Organe und Organsysteme werden eben vom Nervus vagus, welcher von oben nach unten zieht, gesteuert, mit Ausnahme des letzten Drittels des Dickdarms und des Mastdarms und des Ausgangs des Anus und der Blase, der Harnleiter und des Genitaltrakts. Diese Organe und Strukturen erhalten ihre parasympathischen Nerven sozusagen aus parasympathischen Austritten am Kreuzbein.
Aber es gibt auch Verbindungen, sogenannte Anastomosen, zwischen dem Parasympathikus des Beckens und dem Kopfparasympathikus, also der Vagusnerven, kann man sagen. Allerdings werden eben hauptsächlich die Beckenorgane und die Sigma-Schleife, das letzte Drittel des Dickdarms, eben von Parasympathikus des Beckens versorgt. Dies ist ein sehr wichtiges Thema, denn Läsionen am Becken, ein Beckenschiefstand, Kreuzbeinläsionen sind eben sehr, sehr häufig durch Stürze, durch Unfälle, durch Geburten, durch Schwangerschaften, kann dies eben entstehen. Wo wir dann, wie ich in anderen Videos schon sehr oft oder sehr ausführlich auch dargelegt habe, alle Probleme des Genitaltrakts entstehen können. Es können Fertilitätsstörungen entstehen, Störungen während Schwangerschaften, Störungen während der Geburt, Komplikationen werden sehr häufig ausgelöst durch Beckenläsionen. Da muss man immer dran denken und es ist sehr erstaunlich, dass diese Dinge nicht sehr weit verbreitet sind und dass diese Dinge nicht standardmäßig vor einer Schwangerschaft beispielsweise untersucht und behandelt werden oder vor Geburten. Man könnte dort sehr viel Leid ersparen und sehr viele Komplikationen ersparen, wenn diese Dinge untersucht werden würden und behandelt werden würden. Und natürlich die genannten Darmprobleme, welche so um sich greifen, welche, ja, es gibt einen riesen Zweig an schulmedizinischen oder auch alternativmedizinischen Behandlungsverfahren, was den Darm betrifft, was diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten betrifft. Schauen Sie sich diesen vierteiligen Vortrag dazu an. Dort spielen eben sehr viele Faktoren mit hinein und man kann nicht einfach nur ein Wundermedikament, eine Wunderbehandlung machen oder eben nichts mehr essen oder noch vegan essen oder sonst irgendetwas. All dies ist nicht zielführend, wie ich dort sehr ausführlich dargelegt habe. Denn dies wird eben die Ursachen nicht heilen. Mittlerweile haben wir jetzt dann noch irgendwelche Insekten im Essen. Diese sich tatsächlich oft sehr reizend, also diese Eiweiße in diesen Insekten, die man jetzt vorgesetzt bekommt, wenn man nicht mehr selber kocht, können sich tatsächlich sehr reizend auf den Magen-Darm-Schleimhaut auswirken. Genauso wie diese ganzen Sojaprodukte, wie Rohkost. All diese Dinge werden von kaum einem Menschen auf Dauer gut vertragen. Und natürlich können durch Ernährungsfehler kann man sich den Magen-Darm-Trakt schädigen. Allerdings entstehen die meisten Schädigungen des Magen-Darm-Trakts, die Unverträglichkeiten und Allergien, durch Ungleichgewichte im Nervensystem, durch Verklebungen zwischen den Organen, wie Sie in dem anderen Vortrag eben sehen. Und sehr viele Unverträglichkeiten oder Allergien können eben verbessert werden oder sogar verschwinden, in einigen Fällen, relativ häufig sogar, wenn eben Läsionen, die das Nervensystem beeinträchtigen, gefunden werden und behandelt werden. Man kann nicht immer alle Läsionen behandeln, aber sehr häufig kann man diese zumindest verbessern oder auch wirklich bereinigen. Dann verträgt man auch Dinge, die nicht so gesund sind, für uns sehr viel besser. Trotzdem sehe ich persönlich die modernen, propagierten Ernährungsformen sehr kritisch. Es werden dort sehr viele Schädigungen verursacht und dann werden aber diese sehr schädlichen Ernährungsformen als Wundermittel angepriesen und sehr häufig kann man dort wirklich systemische Störungen und Erkrankungen verursachen und fördern damit. Kann man mal drüber nachdenken, warum all diese schädlichen Dinge dann so propagiert werden in den Medien beispielsweise und viele sehr einfache Möglichkeiten oder Läsionsursachen nicht verbreitet werden. Der Nervus vagus unterhält sehr viele Anastomosen, also Verbindungen, auch zu den sympathischen Kopfganglien. Diese habe ich in anderen Videos, die ich unten verlinke, sehr ausführlich auch dargelegt. Auch im Video über die kraniomandibuläre Dysfunktion beispielsweise, über die Migräne von Arnold, auch in anderen Videos. Das sind sympathische Ganglien. Auch
eben das Ganglion trigeminale, was auch sehr bekannt ist. Und diese Kopfganglien steuern die ganze HNO-Sphäre, den Nasennebenhöhlenbereich, den Rachenbereich und wirken sich auch aus auf den Herz-Kreislauf-Bereich, auf die Bronchien. Dort können wir dann auch wieder bei Störungen all diese Symptome sehen. Das sympathische Nervensystem, unser sogenanntes Stress- und Aktivitätsnervensystem, führt dazu, dass die Funktionen des Parasympathikus, des vagalen Systems, der Vagusnerven, während einer Stressperiode unterdrückt wird. Dies ist in realen Stresssituationen sehr nützlich und wichtig. Wir haben, wenn wir vom bösen Löwen verfolgt werden, keine Zeit, uns zu erholen. Keine Zeit, hat der Körper keine Zeit und hat keine Energie übrig, Heilungsprozesse vorzunehmen, zu verdauen, die Schleimhäute zu produzieren. Allerdings sollten eben diese Stressphasen nur sehr kurzzeitig eben da sein und danach der Parasympathikus wieder zum Zuge kommen. Wenn allerdings durch Läsionen der Parasympathikus dauerhaft gereizt oder unterdrückt ist oder durch Läsionen das sympathische Nervensystem, beispielsweise über Wirbelläsionen, dauerhaft gereizt und übersteigert wird, kommt eben der Parasympathikus, das vagale System, nicht mehr so zum Zug und das Immunsystem kann seine Arbeit schlechter verrichten. Die Schleimhäute werden nicht mehr richtig erneuert, sowohl im Nasenrachenraum, im HNO-Bereich, im Magen-Darm-Bereich, wo dann die bekannten Erkrankungen und Symptome dann dadurch entstehen können mit der Zeit. Die Psyche ist nicht mehr entspannt, man sieht alles negativ, man ist immer in Hab-Acht-Stellung, wenn dies durch solche Läsionen verursacht wird. Und wenn wir das natürlich dann im Kopfbereich, im HNO-Bereich sehen, welcher eben eine sehr große Eintrittspforte für Bakterien, Viren und andere Allergene sein kann, sehen wir eben dann die Infektanfälligkeit, wenn die Kopfganglien entweder direkt im sympathischen System oder durch Reizungen der Vagusnerven eben auch gereizt und beeinträchtigt werden, wo dann eben die alle möglichen HNO-Erkrankungen, Tinnitus oder eben auch die Infektanfälligkeit dadurch entstehen kann und häufig auch dies tut. Der Gehörgang und einige Teile hinter der Ohrmuschel werden auch parasympathisch versorgt. Dies führt dazu, dass auch häufige Gehörgangsentzündungen, auch Mittelohrentzündungen eben durch die Verbindung zu den Kopfganglien sehr häufig verursacht werden, durch Atlasläsionen beispielsweise, durch Störungen des parasympathischen Systems. Eben die Parochemorezeptoren, welche in einem Ganglion, in der Arteria carotis Aufzweigung hier im Hals vorliegt und eben im Aortenbogen in diesem Ganglion, wo dann auch die verschiedensten Symptome ausgelöst werden können, auch Angstzustände und Stresszustände, denn wenn das Gehirn fehlerhafte Informationen über den Blutdruck und über den Sauerstoff- und CO2-Gehalt im Blut erhält, reagiert eben das System inadäquat, zum beispielsweise in Form von Herzklopfen, von zu schnellem, von Hyperventilieren, von Angstzuständen, von dem Gefühl einer Atemnot, auch wenn die gar nicht real ist, in diesem Fall durch diese Federsignale aber verursacht werden kann. Aber tatsächlich gibt es auch eine Form der Atemnot, die durch Läsionen der Vagusnerven verursacht werden kann, denn auch die Stimmlippen im Kehlkopf werden auch vom Parasympathikus, also von den Vagusnerven versorgt. Bei größeren Läsionen oder auch bei einer Durchtrennung eines Vagusnerven auf einer Seite, durch einen Unfall beispielsweise, können sich eben die Stimmlippen nicht mehr adäquat öffnen und es kann dort tatsächlich dann zu Atemnot kommen, aber natürlich auch zu Stimmproblemen bei weniger schlimmen Vagusläsionen, zu Heiserkeit. Es gibt hierbei auch den sogenannten Nervus laryngeus recurrens. Das ist eine Abspaltung, eine Aufzweigung des Vagusnerven, welcher im Brustkorbbereich eben dort austritt aus den Vagusnerven und auf der linken Seite unter dem Hauptbronchus eine Biegung macht und wieder nach oben verläuft, eben auch zu den Stimmlippen, zu den Stimmritzen. Auf der
linken Seite ist dies so, dass diese Biegung, dieses wieder nach oben ziehen unter der Arteria subclavia verläuft. Dort wirken sich auch dann Clavicula-Schlüsselbeinläsionen sehr drauf aus. Kürzlich habe ich auch ein sehr ausführliches Video über die Schlüsselbeine gemacht und auch welche Einflüsse sich auf die Schlüsselbeine auswirken können und somit eben besonders auf der linken Seite auf den Nervus laryngeus recurrens, auf den vagalen ein Anteil, welcher sich auf den Kehlkopf, auf die Stimmlippen auswirkt. Ein häufiges Symptom ist eben eine dauerhafte Heiserkeit oder bei Sängern und Sängerinnen eben bestimmte Stimmbildungsstörungen, wo man auch immer dann den Nervus vagus und die Strukturen, die eben diesen Anteil beeinflussen, anschauen sollte und behandeln sollte. Sehr häufig kann man dort wirklich sehr große Hilfe leisten und eine sehr große Verbesserung bringen. Die Rami Cardiaci beeinflussen eben auch durch die sympathischen Ganglien, aber auch ganz direkt das Herz, die Herzfrequenz, den Blutdruck, die Blutdruckregulation. Die Rami bronchialis, die Bronchien eben, die Verengung oder Steil- oder Erweiterung der Bronchien. Es ist eben so, dass eine Läsion eines speziellen Anteils des Nervensystems immer sich direkt dann auf diese Strukturen auswirkt. Aber auch wenn ein generelles Ungleichgewicht der Nervensysteme vorliegt, werden eben alle Bereiche negativ beeinflusst auf Dauer, wo dann generalisierte systemische Störungen auftreten, wo also diese bekannte Abwärtsspirale, wo immer eins zum anderen kommt und alles irgendwie immer schlechter wird dann. Aber wenn es klar abgegrenzte Symptome gibt, ist eben dies immer ein ganz direktes Hinweis auf ganz bestimmte Regionen, eben der im Nervensystem oder durch Austrittsstellen oder Verlaufsstellen eben, wo dann Blockaden eben sehr häufig zu finden sind, wenn eben klar abgegrenzte Einzelsymptome oder Erkrankungen vorliegen. Hirnhaut wird eben auch durch die Vagusnerven mit versorgt, ganz besonders im Hinterkopfbereich, wo eben dann die verschiedenen Spannungskopfschmerzen oder auch die Migräne von Arnold oder andere Migräneformen sehr häufig ausgelöst werden. Dies ist wirklich häufig zu finden in der Praxis, auch durch Atlasläsionen oder Läsionen der oberen Halswirbelsäule zu sehen, durch Blockaden der Schädelknochen, wie ich in anderen Videos sehr häufig dargestellt habe, auch schon. Immunsystem natürlich ist immer betroffen bei allen nervalen Beeinträchtigungen und Läsionen, aber ganz besonders der Beeinträchtigung des Parasympathikus, der Vagusnerven. Die Psyche steht sehr direkt in Zusammenhang mit dem parasympathischen vagalen System. Es ist so, dass alle Läsionen, welche den Nervus vagus beeinträchtigen, also auch wirklich funktionelle und anatomische Blockaden, die die Vagusnerven irgendwo im Körper stören, wirken sich auf Dauer nahezu immer auch negativ beeinträchtigend auf die Psyche aus. Am Anfang merkt man dies in einer schlechten Stimmung, aber auch tatsächlich psychische Störungen können dort mit ausgelöst werden oder sogar verursacht werden. Man weiß dies auch aus der sogenannten Darm-Hirn-Achse, denn der Verdauungsbereich, der Magen-Darm-Trakt, ist natürlich sehr, wie wir sehen werden, parasympathisch determiniert. Und alle Störungen der Darmflora des Magen-Darm-Trakts werden häufig durch Störungen des parasympathischen Nervensystems oder auch des sympathischen Nervensystems ausgelöst. Und dies führt dann wiederum dazu, wirkt sich negativ auf die Psyche aus, was dann wiederum, also diesen Kreislauf in Gang bringt, diesen Negativkreislauf, was dann wiederum negativ sich auf die Organe, auf die Organfunktionen auswirkt, die Negativspirale. Das ist eben dieses dritte große autonome Nervensystem, eben das, die sogenannte Darm-Hirn-Achse oder auch das enterische Nervensystem, das Darm-Nervensystem. Das Darm-Nervensystem ist relativ ausgewogen, was die Anteile des sympathischen, parasympathischen Nervensystems anbelangt. Dieses wird natürlich dann entweder sehr beeinflusst durch Wirbelläsionen, wie wir in dem Vortrag gesehen haben über die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wo dann die sogenannten Ganglien
Bauchganglien auch gereizt werden. Diese zweigen sich, also diese Ganglien nehmen die sympathischen Fasern der Wirbelsäule, der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule auf. Und dort finden Verbindungen und Verschaltungen statt. Und diese Ganglien entsenden dann Fasern an die bestimmten Darmbereiche. Und je nachdem, welcher Darmbereich oder ob der Magen oder die Leber beispielsweise oder die Nieren eine Fehlfunktion haben oder Störungen oder Erkrankungen aufweisen, kann man relativ genau nachvollziehen, welches Ganglion oder welcher Wirbelsäulenbereich vermutlich gestört ist. Also wenn es klar abgegrenzt ist, kann man diesen Zusammenhang sehr klar sehen und kann dann häufig die ursächlichen Läsionen am Muskel-Skelett-System bereinigen und behandeln. Wenn der Magen-Darm-Trakt generell, auch die Bauchspeicheldrüse ist ein sehr wichtiges Thema, generell schlecht funktioniert oder generell dort Symptome zu finden sind, ist dies meistens ein parasympathisches, ein Nervus-Vagus-Thema, wo die Vagusnerven schon relativ weit oben, also entweder schon an der Halswirbelsäule, am Hirnstamm oder im Verlauf nach unten eben gestört ist, am Zwerchfell, sonst irgendwo, wo eben dann diese generellen Störungen des Magen-Darm-Trakts zu finden sind. Hier nur ganz kurz. Sehr wichtig ist auch noch der Solarplexus zu nennen. Das ist auch ein sehr seelischer Bereich, welcher mit anderen feineren Ebenen noch sehr in Zusammenhang steht. Dort gehe ich jetzt hier nicht näher ein. Das habe ich in anderen Videos schon besprochen. Es kommt sicher noch ein extra Video zu diesem Thema, zu diesem mehr energetischen Thema. Denn wir sind nicht nur Haut und Knochen und Muskeln, sondern sehr viel mehr als reine Materie. Zwischen Materie und Geist kann kein Unterschied gemacht werden. Und es gibt sehr wichtige Punkte und Strukturen am Körper. Und das Nervensystem ist eine Struktur davon, welche ein Verbindungsglied sind zwischen Körper und Seele oder auch zwischen anderen Ebenen, wie wir sie aus der Quantenphysik bestätigt sehen, und dem Körper, wo es ganz große Einflüsse gibt. Der 12. Brustwirbel bis zum 3. Lendenwirbel. Dies sind wichtige Wirbel dort, also die sich sehr stark auf den Solarplexus auswirken und auf das, also im Solarplexus, am Solarplexus, gibt es eine sehr starke Durchmischung des sympathischen und parasympathischen Nervensystems und eine sehr starke Steuerung eben des enterischen Nervensystems. Und alle Störungen hier wirken sich immer sehr stark und sehr prägnant auf den Magen-Darm-Trakt aus und sehr störend darauf aus. Die H12, der 12., also diese Übergangswirbel, sind immer sehr anfällig für Störungen, denn sie sind einfach physiologisch und anatomisch großen Belastungen ausgesetzt, auch ohne Unfälle, aber besonders wenn es Unfälle gibt. L3 ist ein sogenannter Pivotpunkt der Schwerkraftlinien. Dort habe ich ein ausführliches Video darüber gemacht, wie eben verschiedenste Läsionen sich auf bestimmte Wirbel oder Punkte, Strukturen auswirken und somit den gesamten Körper stören können und negativ beeinflussen können. Also eben das, wo bestimmte Läsionen, auch am Fuß beispielsweise, das gesamte Muskel-Skelett-System aus dem Gleichgewicht bringen können und verschiedenste Störungen verursachen können. Und diese Dinge müssen wir eben wissen und beachten während der Untersuchung und Behandlung und eben dann in den Behandlungsplan mit aufnehmen. Der Seelenzustand und der Nervus vagus, das parasympathische System, hängen sehr eng zusammen. Besonders in der heutigen Zeit, wo alles zur großen Krise und zur großen Bedrohung stilisiert wird, warum auch immer, ist dies ein großes Thema. Denn nicht nur physische Blockaden werden eben das parasympathische Nervensystem stören und somit auch die Psyche, sondern auch wenn wir psychisch ständig überdreht sind, uns persönlich, unsere Persönlichkeit nicht weiterentwickeln, keine Psychohygiene betreiben, werden unsere Nervensysteme genauso aus dem Gleichgewicht geraten wie durch physische Läsionen und unser psychischer Zustand wird dadurch immer schlechter werden, aber auch der körperliche Zustand wird immer schlechter werden. Diese Abwärtsspirale, die wir durch Vagusläsionen häufig sehen können, kann auch in Gang gesetzt werden durch lange anhaltenden psychischen Stress, durch dauernde Tragödien und Dramen. Ob gerechtfertigt oder auch häufig eben nicht gerechtfertigt,
was dann sich eben negativ auf den Körper auswirkt. Und diese negativen Folgen, diese Anspannungen und Funktionsstörungen der körperlichen Strukturen der Organe, wirkt sich dann wieder blockierend auf das Nervensystem aus und verschlechtert auch dann die psychische Situation wieder. Also es ist wirklich eine Abwärtsspirale körperlicher und psychischer Natur. Und die Gesundheit allgemein wird immer schlechter werden dann. Man kann sich überlegen, weshalb seit längerer Zeit alles und jedes als Weltuntergangsszenario hochstilisiert wird. Schalten Sie Ihre elektronischen Medien immer wieder mal aus. Sie haben nicht nötig, sich aus wirtschaftlichen oder finanziellen Interessen einiger weniger Ihre Psyche und Ihre Gesundheit ruinieren zu lassen. Auch dies gehört zum eigenverantwortlichen Leben, die sogenannte Psychohygiene, die Persönlichkeitsentwicklung. Das sogenannte Coaching ist ja heute sehr modern. Und auch in der fundierten Osteopathie arbeiten wir nicht nur am Körper, renken wir nicht nur irgendwie Sachen ein oder entspannen irgendwelche Muskeln, sondern sind auch Begleiter, was psychische und seelische Dinge anbelangt. In meinen Seminaren über die Bewusstseinsschulung, über die Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung kann ich und einige andere sehr gute Kollegen können wir fantastische Entwicklungen bei den Menschen sehen, in den Lebensverhältnissen, in der psychischen Gesundheit und in der körperlichen Gesundheit. Kombiniert man das Wissen über die Anatomie mit der Begleitung der Psyche und der Seele, kann ein wunderbarer Prozess sehr häufig gemacht werden, wo eben wirkliche Fortschritte erzielt werden können, obgleich es natürlich nie ein Heilversprechen geben kann und geben wird, egal bei wem. Es ist so, wie wir in den Tag blicken, unsere Brille, welche wir aufhaben, ob alles schlecht oder alles gut ist, ob wir eine gute Stimmung haben, mit welchem Fuß wir aufstehen, mit welchem sprichwörtlichen Fuß, hängt sehr davon ab, in welchem Zustand das parasympathische Nervensystem ist. Optimismus, Pessimismus hängen damit zusammen, sehr stark, sehr direkt. Auftrieb, Lethargie, Persönlichkeitsentwicklung, eigenständiges Denken oder ob man manipulierbar ist. Ich denke, ein Faktor, weshalb alle Dinge zur großen Krise stilisiert werden, ist, dass wenn wir eben in einem ständigen Stresszustand sind und eben nicht mehr im parasympathischen, vagalen Zustand sind, also dass dieser Zustand eben ständig unterdrückt ist, gar nicht mehr zum Zuge kommen kann, können wir uns eben nicht mehr entspannen und sind im ständigen Krisen- und Überlebensmodus. Im Krisen- und Überlebensmodus funktioniert, wie wir gesehen haben, unser Körper nicht mehr richtig gut. Alles wird immer schlechter und verschiedene Krankheiten können auf Dauer entstehen. Aber auch psychisch und seelisch funktionieren wieder nicht mehr gut. Wir sind manipulierbar, denn auch die wirkliche Intelligenz, also dass der Instinkt, aber auch das intelligente Denken, hängt davon ab, dass die Systeme ausgeglichen funktionieren und dass wir eben nicht im Überlebens- und Kampf- und Fluchtmodus sind. Kann man darüber nachdenken, dass es vielleicht nicht so erwünscht ist, dass es den Menschen gut geht und dass die Menschen hinterfragen, Informationen prüfen, intelligent nachdenken, ist momentan nicht so salonfähig, wenn man das macht. Aber wir sind natürlich immer eigenverantwortlich und können natürlich immer eigenverantwortlich leben und können uns persönlich weiterentwickeln. Wir müssen uns die ganzen Weltuntergangsszenarien, die nahezu nie irgendeine Substanz haben, reinziehen. Wir müssen das ja nicht angucken und wir können selbst dafür sorgen, dass es uns gut geht. Wir sind erwachsene und eigenständige Menschen. Auch Kreativität. Kreativität hängt essentiell damit zusammen, dass die Nervensysteme ausgeglichen sind, die beiden Gehirnhälften zueinander. Sehr spannendes Thema, wo ich ein Video drüber machen werde. Die Dysbalance oder die mangelnde Verbindung zwischen den Gehirnhälften nimmt ganz besonders bei den Kindern dramatisch ab. Das ist wirklich eine neurologische Mangelentwicklung, die mit verursacht wird über zu wenig Bewegung, über zu viel Digitalisierung. Wir sehen in der Praxis zunehmende Probleme dort, was mangelndes eigenständiges Denken dann zur Folge hat, mangelnde Kreativität
Und auch mangelnde echte Intelligenz. Und damit mit Intelligenz meine ich jetzt nicht, irgendwelche Dinge auswendig zu lernen und diese nachzuplappern, sondern wirkliches Denken, eigene Dinge zu entwickeln. Das ist ja die echte Intelligenz. Das wird sehr häufig verwechselt mit Schulintelligenz, wo man eben gut auswendig lernt. Das ist ein Teil der Intelligenz. Aber die wirkliche Intelligenz ist eben, selbst Lösungen zu finden, ausgeklügelte Lösungen zu finden, über verschiedene Ecken denken zu können und die Dinge klar zu sehen. Die Vagusnerven haben, soweit heute aus neuesten Forschungen bekannt ist, Anastomosen, aufsteigende Verbindungen zu 12 Gehirnbereichen, auch eben im Großhirnbereich. Das ist ein sehr wichtiges Thema, denn dort sehen wir auch ganz gezielte Einflüsse, aufsteigende Beeinflussungen auf unsere Persönlichkeit, auf die Gehirnfunktion. Eine Anlaufstelle für parasympathische vagale Informationen, die vom Körper an das Gehirn herangetragen werden, ist der Thalamus. Der Thalamus ist ein Bereich im archaischen Gehirn, im ursprünglichen Gehirn, kann man so sagen, wo auch generell alle Informationen des Körpers zusammenlaufen, aber auch alle Informationen vom gesamten Gehirn in den Körper abgegeben werden. Der Thalamus ist eine Filterstation. Dort werden auch Informationen vom Körper und zum Körper vorgefiltert, aber auch Informationen unserer Psyche, also unseres Bewusstseins. Welche Dinge in unser Bewusstsein gelangen, also von der Außenwahrnehmung oder auch von der Körperwahrnehmung. Oder auch zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Welche Dinge unbewusst verarbeitet werden oder in unser Bewusstsein aufsteigen. Der Thalamus ist eine sehr wichtige Struktur, an welcher wir in der fundierten Osteopathie auch sehr häufig arbeiten. Denn dort kann man sehr viele Dinge verbessern und das ist ein sehr wichtiges Thema. Dort gibt es eben auch durch Läsionen der Vagusnerven, gibt es dort sehr häufig Störungen. Schmerzempfinden, Wärme, Kälte empfinden. All diese Dinge werden im Thalamus vorgefiltert und verarbeitet und weitergeleitet. Das ist eben eine Anlaufstation oder auch wie wir dann reagieren, wie das Immunsystem reagiert auf Reize, auf Eindringlinge in den Körper, alles Mögliche. Das ist eine sehr wichtige Struktur für all diese grundlegenden Funktionen. Und eben auch, welche Informationen vom Körper, aber auch von der Außenwahrnehmung, also psychische Informationen, geistige Informationen, welche dort dann an die Großhirnbereiche weitergeleitet werden, wo eben unsere bewusste Wahrnehmung, wo unser Bewusstsein liegt, wo wir reagieren, wo unsere Persönlichkeit liegt. Es gibt also die basalen Gehirnbereiche, das archaische Gehirn, den Hirnstamm, das Kleinhirn, das zentrale Gehirn, wo eben die Körperfunktionen gesteuert werden, die Reflexe, Überleben, Kampf und Flucht. Die Emotionen finden dort auch eine gewisse Verarbeitung, in der sogenannten, also auch im Thalamus, in der Amygdala beispielsweise sehr stark. Dort werden auch emotionale Konditionierungen abgelegt, also verdrahtet kann man so sagen, oder auch chemisch repräsentiert durch die sogenannten Neuropeptide. Wenn wir bestimmte Emotionen oft genug erleben und empfinden, diese Emotionen werden auch häufig durch unsere geistigen Filter ausgelöst oder eben beeinflusst durch das parasympathische Nervensystem, wie wir eben gesehen haben. Werden diese oft genug durchlebt, werden diese Emotionen im Thalamus und in der Amygdala wirklich physisch verdrahtet, denn jede Emotion wird auch chemisch repräsentiert. Also unser Körper, unser Gehirn ist ein wunderbares chemisches Produktionslabor. Nahezu jeder chemische, also organische chemische Stoff kann dort produziert werden. Wir sehen beispielsweise, dass negative Emotionen wirklich sehr giftige Stoffe im Körper produzieren. Man kann sich tatsächlich nicht nur umgangssprachlich durch ein dauerndes mieses Verhalten, durch eine dauerhafte miese Stimmung wirklich selbst vergiften. Man kann diese Giftstoffe sogar in der Atemluft messen, die man ausatmet. Also die sogenannte Giftspritze ist nicht nur ein Sprichwort, das ist tatsächlich so. Und
Damit eben eine Emotion, die wir häufig haben und erleben, nicht ständig aufwendig verschalten werden muss im Nervensystem und nicht ständig aufwendig diese chemischen Botenstoffe produziert werden müssen, werden eben im archaischen Gehirn diese Emotionen fest verankert. Und auch Süchte können so sehr verankert werden, beispielsweise in diesen Bereichen. Und somit ist es relativ schwierig, diese Verhaltensmuster oder diese Emotionsmuster dann zu verändern. Man muss eben dann eine sehr starke oder längere anhaltende Umgewöhnung durchführen, was auch bei einem Entzug eben auch gemacht wird, damit sich eben auch in diesen archaischen Hirnbereichen dann diese fest verdrahteten Strukturen eben wieder verändern können zugunsten besserer und förderlicher Verhaltensmuster. Und so ist es eben auch diese Konditionierung über die Medien auf alles Schlechte. Es ist sehr tragisch und sie hat eine sehr große Reichweite, denn all diese negativen Dinge lassen dann die Leute, die eben dann sich sehr mit diesem, die es eben sehr an sich hinlassen, in sich hineinlassen, da braucht es dann immer nur ein kleines, ein winziges Signal und sofort sind diese Leute im Überlebensmechanismus, sehen alles schlecht, alles ist negativ und die Psyche und das Bewusstsein filtert wirklich alles Gute. Und es gibt wirklich, auch wenn man das heute nicht mehr glauben kann, durch diese ganze Beeinflussung, es gibt sehr viel mehr positive Sachen als negative Dinge. Aber das sieht fast niemand mehr, weil überall nur noch Drama und Tragödie ist. Nun gut, das Mittelhirn ist eben, dort gibt es sehr viele verbindende Bereiche. Ich gehe jetzt auf die, also ich werde jetzt nicht alles einzeln darstellen, es würde Sie langweilen. Verbindende Bereiche zwischen eben dem Großhirn, unserem bewussten Gehirn und dem archaischen Gehirn. Dort finden nochmal Filterungen auch statt, welche Dinge in unser Bewusstsein gelangen, welche Dinge im Unterbewusstsein bleiben und so weiter. Es gibt dort auch gewisse höhere Funktionen, beispielsweise auch die Interaktion zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein in der Hypnose beispielsweise funktioniert durch viele durch Funktionen auch eben im Mittelhirn, durch Verschaltungen dort. Dort finden wir Aktivität, beispielsweise während einer Hypnosebehandlung oder während des Meditierens kann man durch bildgebende Verfahren, dort gibt es sehr viele Forschungen, dass dort eben wirklich sehr viel Aktivität ist und die Informationen zwischen archaischem Gehirn und Großhirn ausgetauscht werden. Bewusstsein, Unterbewusstsein, was kommt eben ins Bewusstsein und eben auch Emotionsfilter finden wir auch im Mittelhirn. Das Großhirn ist unser Bewusstsein, dort ist unser Bewusstsein lokalisiert, natürlich nicht nur dort. Aus neuen Forschungen wissen wir, dass Bewusstsein eine ganz andere Kraft ist. Aber das Großhirn könnte man auch als Antenne bezeichnen, zwischen eben diesen höheren Dingen des Lebens. Eine Art Austausch. Bewusstsein kann man nicht auf das Gehirn lokalisieren. Bewusstsein ist, das ist ein anderes Thema, welches ich in meinen Seminaren sehr genau beleuchte und aufzeige. Denn Bewusstsein ist eine universelle Kraft, welche Materie überhaupt erstmal erzeugt. Aber diese Dinge, dass wir unser Bewusstsein selbst steuern können und was wir eben bewusst wahrnehmen, ist eben durch Funktionen in der Großhirnrinde mit beeinflusst und findet eben dort, also die Verarbeitung findet dort statt. Das Bewusstsein sitzt nicht dort, sondern die Verarbeitung findet dort statt. Man kann dort höhere Bewusstheit erlangen. Und auch die Wahrnehmungsbrille liegt dort, der Intellekt, die echte Intelligenz, die eben auch ausgeschalten ist, wenn wir im Kampf-Flucht-Mechanismus ist, denn dann ist unsere Großhirnrinde nicht mehr sehr aktiv, dann begrenzt sich alles auf das Mittelhirn und auf das archaische Gehirn, um eben das Überleben zu sichern. Und blicken wir uns draußen um, können wir dies eben bestätigt sehen. Ich meine dies nicht abwertend oder despektierlich. Aber durch diese ganzen Horrorszenarien, welche so um sich greifen, meistens ohne Substanz, sehen wir eben sehr viele Menschen im Kampf-Flucht-Mechanismus, im Kampf-Flucht-Reflex und nicht mehr im bewussten Denken, nicht mehr in der bewussten Intelligenz. Wir sehen sehr viele archaisch funktionierende Menschen, aber sie können dies in ihre eigene Hand nehmen und müssen eben nicht archaisch funktionieren. Sie können ein sehr gutes Leben leben, unabhängig von diesen Weltuntergangsszenarien. Hier sehen wir nochmal kurz die Basiskonzepte der Osteopathie.
Auf diese werde ich in einem extra Video genauer eingehen. Natürlich sind diese auch in anderen Videos schon ausführlich immer mit einbezogen worden. Die Struktur regiert die Funktion. Dort sehen wir eben auch, was die Vagusnerven, das parasympathische System betrifft, sehr genau, dass eben jegliche Körperstruktur ihren Sinn hat und immer auch alle anderen Strukturen mit beeinflusst. So wird eben jede Läsion der Wirbelsäule beispielsweise, der Halswirbelsäule, die Vagusnerven mit beeinträchtigen. Und jede Struktur muss unabhängig voneinander richtig funktionieren, aber auch im Gesamtsystem richtig integriert sein, damit die Körperfunktionen sich ausdrücken können. Die Rolle der Versorgung ist absolut. Mit Versorgung ist gemeint die Blutversorgung, der Blutabtransport, das Lymphsystem und das Nervensystem. Das Nervensystem übernimmt jegliche Steuerung des gesamten Körpers und jegliche Blockade dieser Art von Versorgung wird eben diverse Krankheiten und Störungen nach sich ziehen und wird nach sich ziehen, dass eben die Autoregulation, also die Selbstheilungskraft und die Selbststeuerungskraft, die Regelkreisläufe des Körpers nicht mehr adäquat funktionieren können. Der Körper ist eine Funktionseinheit natürlich. Man kann, wie es heute in der Medizin leider üblich ist, nicht jeden Körperteil für sich betrachten. Alles hängt mit allem zusammen und alles hat wechselseitige Beziehungen zueinander und beeinflusst sich wechselseitig. Man kann diese Dinge über die anatomischen Strukturen, über das Nervensystem nachvollziehen und muss eben auch Erkrankungen und Symptome aus diesem Blickwinkel und mit diesem Wissen betrachten. Und dann kann man eben Erkrankungsursachen sehr häufig herausfinden und häufig auch behandeln, wenn dies eben möglich ist. Die Autoregulation, der Körper hat sich ja über Millionen Jahre entwickelt und das Leben, der große Architekt, weiß sehr genau, was er tut, ist brillant. Und der Körper kann nahezu mit allem umgehen und könnte sich eigentlich perfekt selbst steuern und selbst heilen, wenn eben diese Dinge gewährleistet sind und nicht irgendwelche größeren Blockaden dort Störungen hineinbringen und dies verhindern. Ein weiterer sehr wichtiger Prozess dabei oder Faktor ist eben die sogenannte Vitalität. Dort werde ich ein extra Video bald machen, wenn ich die Zeit dafür habe. Denn wir sind nicht nur physische Materie, sondern also physische Materie ist sowieso eine Spielart von Information und Energie, wie wir dies aus der Quantenphysik wissen. Und wir können auch über unser Bewusstsein sehr direkt Einfluss auf die sogenannte tote Materie nehmen. Und das Leben, es gibt Prinzipien des Lebens, Lebenskräfte, die natürlich auch uns, unseren Körper lebendig machen. Es gibt nichts Unbelebtes. Und diese Vitalität ist nicht die chemische Vitalität, welche auch wichtig ist, die Versorgung mit Vitalstoffen und Mineralstoffen. Diese Vitalität ist die Lebenskraft, die biodynamische Lebenskraft, mit welcher wir in der fundierten Osteopathie immer arbeiten. Bei jeglicher Behandlung und auch Untersuchung arbeiten wir immer mit dieser Kraft zusammen. Sie ist auch auch in der Diagnosestellung arbeiten wir über den Ausdruck dieser Energie, dieser Lebenskraft, wie sich diese Lebenskraft im Körper ausdrücken kann, über diesen primären respiratorischen Mechanismus, gehe ich ein anderes Mal darauf ein. Und immer in Körperbereichen, wo sich dieser primäre Lebensmechanismus nicht ausdrücken kann, werden wir eben Störungen und Blockaden finden und können die dann eben weiter untersuchen und behandeln. Und selbst wenn alle Blockaden im Körper bereinigt sind und alle anatomischen Strukturen funktionieren, muss natürlich diese Lebenskraft, diese Vitalität vorhanden sein, denn sonst würden wir auch nicht leben. Man könnte sicherlich irgendwann die Organe im Labor nachzüchten, könnte alles so zusammenbauen, so Frankenstein-mäßig. Aber dann wird eben dieses Gebilde, dieser nachgebaute Körper vielleicht, also sicher nicht aufstehen und ein eigenes Bewusstsein haben und sich selbst verwalten können. Man wird dies immer dann irgendwie programmieren müssen. Also es gibt eben was anderes hinterm Leben, was in der normalen Medizin, auch in der Alternativmedizin meistens vollkommen ausgeblendet wird. Und auch in der Osteopathie, was häufig als Osteopathie bezeichnet wird, in der fundierten Osteopathie ist dies die Grundlage. Das ist nicht eine manuelle Technik, wo man irgendwelche Knochen rumschubst oder irgendwelche Muskeln entspannt oder sowas. Die Grundlage ist immer die Arbeit an der Vitalität.
Es ist leider nur selten Osteopathie drin, wo es draufsteht. Das Leben, die Kräfte hinter dem Leben, welche hinter dem physischen Körper stehen, tendieren immer Richtung Gesundheit und Normalität. Wenn wir psychische, seelische und körperliche Blockaden bereinigen, können sich diese Kräfte, diese Lebenskräfte und diese Vitalität unserer Seele, das Leben, im Körper ausdrücken und der Körper wird Heilungsprozesse selbst regulieren und vornehmen. Und diese Heilungsprozesse werden eben sehr stark von den Vagusnerven, vom Parasympathikus gesteuert. Von der richtigen Funktion dieses Nervensystems, wie wir gesehen haben. Ich könnte über dieses Thema noch viele Stunden reden. Es gibt so viele Dinge darüber noch zu sagen und Zusammenhänge und Funktionskreisläufe. Aber das Video würde sehr lange dauern. Es würde Sie langweilen. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben, welche Dinge von den Vagusnerven beeinflusst werden und andersherum. Und vielleicht Ihnen auch eine Idee geben, wenn Sie selbst Symptome haben, an was Sie dann denken könnten, an welche Blockaden und an welche Behandlungsmöglichkeiten vielleicht. Fix it, release it and leave it alone. Ein immerwährender Ausspruch von Andrew Taylor Still, dem Begründer der modernen Osteopathie. Was eben auch ausdrückt, wenn wir gewisse Blockaden lösen, nachvollziehen, lösen, soll man das System alleine lassen. Denn die Natur, das Leben, wird sich dann ausdrücken im Körper und in der Seele, in der Psyche des Menschen und wird die Dinge dann bereinigen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Ihnen wieder einige sehr interessante Dinge über sich und über die Funktionskreisläufe des Körpers aufgezeigt zu haben. Haben Sie eine gute Zeit.